Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Der Wochenspruch für diese Woche, der steht beim Propheten Jesaja. Da spricht er, beziehungsweise Gott spricht zu Jesaja: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und mit diesem Wort begrüße ich Sie alle ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst am 6. Sonntag nach Trinitatis. Und dieser Sonntag, der steht traditionell im Zeichen der Taufe bzw. der Tauferinnerung. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Und wir beginnen mit dem Lied aus Himmel und Erde, die güldene Sonne, die Nummer 430. Wir singen die ersten drei Strophen. Und ich darf mich auch jetzt schon ganz herzlich bedanken bei unserem spontanen Chor, der uns heute wieder unterstützt, bei den bekannten Liedern, aber auch bei den neuen Liedern. Vielen, vielen Dank. Und jetzt die 430. Der Wochenpsalm, das ist die Nummer der Psalm 139. Lassen Sie uns diesen im Wechsel sprechen. Sie finden ihn unter der Nummer 759.1 im roten Gesangbuch. Das ist die Seite 1186. Nummer 759.1. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze und stehe auf.
ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Wer mich sieht, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, mich schützt. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich in den Himmel, wo bist du da? Gedächte ich mich bei den Toten, siehe, wo bist du auch da? Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer. So würde auch auf deiner Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So würde auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchte wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Kommt, lasst uns anbeten. Guter Gott, am heutigen Sonntag erinnern wir uns an das Versprechen, das du den meisten hier schon als kleinen Babys gegeben hast. Du hast versprochen, immer bei uns zu sein. Umgekehrt soll das heißen, dass wir auch auf dich vertrauen und nach deinen Werten leben. Doch das gelingt uns im Alltag nur sehr begrenzt. Oft fehlt uns das Vertrauen. Wir stellen uns in den Vordergrund, schauen zu wenig auf das, was unsere Mitmenschen von uns brauchen. All das tut uns leid. Wir bitten dich, Gott, erbarme dich unser. So spricht Gott der Herr. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Guter Gott, durch die Taufe hast du uns als deine Kinder angenommen, bedingungslos. Du hast uns als allmächtiger Gott versprochen, bei uns zu sein und bei uns zu bleiben. Hilf uns, dass wir uns das an allen Tagen vor Augen führen, dass wir immer auf dich vertrauen können. Dafür danken wir dir. Amen. Ich lese aus dem Evangelium nach Matthäus, Kapitel 28, Vers 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder.
Aber einige hatten auch Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte: Gott hat mir alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Halleluja! Ich will meinen Brüdern und Schwestern von deinem Namen erzählen. Im Kreis der Gemeinde will ich dich loben. Halleluja! Lassen Sie uns auf die Lesung des Evangeliums gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen aus dem roten Gesangbuch die Nummer 454. 454 im roten Gesang.
Friede sei mit euch und Gnade von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigttext für den heutigen Sonntag, den kennen Sie wahrscheinlich aus den Taufgottesdiensten zu Genüge. Es ist der sogenannte Missionsbefehl, den Jesus am Ende vom Matthäusevangelium seinen Jüngern mit auf den Weg gibt. Historisch ist es strittig, ob der letzte Absatz überhaupt im Original zum Evangelium gehörte oder ob er erst ein paar Jahre später hinzugefügt wurde. Aber er bündelt ja eigentlich nur das, was Jesus in den Evangelien den Jüngern immer wieder sagt, tauft Menschen und erzählt ihnen von Gott. Erinnern Sie sich noch an Ihre Taufe? Ich glaube, die meisten von hier, mich eingeschlossen, wurden als Kleinkinder oder als Babys getauft. Und das, dass wir über unsere Taufe wissen, das sind vielleicht Erzählungen unserer Eltern oder ein Fotoalbum mit vielen bunten oder vielen Schwarz-Weiß-Fotos drin. Die Kirche, wo wir getauft wurden, sind da drauf. Vielleicht der Pfarrer, die Verwandtschaft, vielleicht auch das Essen, eine alte Speisekarte und jede Menge Fotos von dem Täufling auf dem Arm von vielen Onkeln und Tanten, an die wir uns vielleicht kaum noch erinnern können. Die Taufe, die ist eine Familienfeier, so scheint es beim Durchsehen des Albums jedenfalls. Es kommen Menschen zusammen, die man sonst vielleicht erst bei der Konfirmation und dann bei der Hochzeit wieder trifft. Ich selber bin mit gut 4 Monaten getauft worden, Ostern 1982, beziehungsweise Palmsonntag. Und das Fotoalbum von meiner Taufe, das vermittelt genau dieses Bild. Eine fröhliche Familienfeier und viele Gesichter, von denen ich die meisten ohne Erklärung nicht zuordnen kann. Aber die Taufe an sich, die ist doch eigentlich viel mehr, oder? Vielleicht gibt es noch ein Familienfoto am Taufstein mit der Taufkerze. Vielleicht haben Sie Ihre Taufkerze ja auch noch oder wissen, wo sie stehen müsste. Es gibt vielleicht auch ein Foto, wo der Pfarrer oder die Pfarrerin eine Handvoll Wasser über den Kopf von Ihnen schüttet. Aber selbst das wird auch heute nicht immer fotografiert. Und das, was in der Taufe eigentlich passiert, warum wir Menschen Kinder taufen lassen, das lässt sich auf Fotos nicht festhalten. Im kleinen Katechismus schreibt Martin Luther dazu: Wasser tut's freilich nicht, sondern das Wort Gottes, das mit und bei dem Wasser ist, und der Glaube, der solchem Wort Gottes im Wasser traut. Da berühren sich Himmel und Erde, das irdische Leben und das ewige Leben. Das Wasser auf der Stirn, das Kreuz auf der Stirn und auf der Brust vom Täufling, der Blick des Täufers und die Worte Jesu. Gott, der uns sonst rätselhaft und verborgen ist, der lässt sich da vielleicht für einen Moment festhalten. Gott lässt sich vielleicht beim Wort nehmen. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. Oder auch, wie der Prophet Jesaja im Wochenspruch sagt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Ich lese Ihnen den kurzen Predigttext noch einmal vor. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa. Sie stiegen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Aber einige hatten auch Zweifel. Jesus kam zu ihnen und sagte: Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bei den Taufen, die wir immer zusammen feiern, da werden die ersten Verse, die Einleitung dieses Evangeliums, immer ausgelassen. Und das ist schade, denn sie enthalten einen wichtigen Teilsatz. Denn
Einige hatten auch Zweifel. Nicht alle Jünger kommen voller Zuversicht zu Jesus auf den Berg, um zu hören, was da passiert. Und Jesus, der spricht mit allen, der nimmt alle hinein in seine Worte. Der Auftrag, der gilt allen Jüngerinnen und Jüngern. Jesus gibt ihn nicht nur denen, die fest im Glauben stehen. Der Auftrag, der gilt auch für die, die zweifeln, damals und heute. Es spielt keine Rolle, wie wir unser Leben leben nach der Taufe, wie wir es gestalten, wie groß oder wie klein unser Glaube jeweils sein mag. Glauben und im Zweifel leben. Wir haben Anteil an der Taufe, egal wie es uns Menschen geht. Wie war es, als Sie getauft wurden? Wer war dabei? Was gab es zu essen? Was gab es zu trinken? Wie lief das Ganze ab? Wir können nicht mehr wissen, ob Ihre Eltern Sie haben taufen lassen, weil es gesellschaftlich irgendwie dazugehört oder weil Sie bewusst gesagt haben, wir wollen das Kind jetzt bewusst unter den Schutz Gottes stellen. Oder beides vielleicht. Ihre ganz eigene Geschichte mit Gott, die beginnt an einem ganz bestimmten Tag irgendwo an einem Taufstein. Oder heutzutage auch bei einer See- oder Flusstaufe vielleicht. Es ist immer Wasser im Spiel, immer ein Ort, es ist irgendeine Zeit. Wir erzählen Geschichten von Taufen, weil die Taufe das Versprechen Gottes uns durch unser Leben hindurchträgt. Was mir selber, was mir persönlich 1982 passiert ist, das zieht mich hinein in ein Leben mit Jesus von Nazareth, der am Kreuz für uns gestorben ist, der für uns auferstanden ist. In der Taufe werden wir vereinigt mit allen Jüngerinnen und Jüngern in Raum und Zeit. Zusammen mit den ersten Taufen, die in der Bibel beschrieben werden, der Schatzmeister aus Äthiopien, der aus seinem Wagen ausstieg, sagte, was hindert's mich, dass ich getauft werde? Und von dem die Bibel hinterher sagt, und er zog seine Straße fröhlich. Er verbindet uns die Taufe mit Paulus und seinen Mitarbeitern, mit allen Kirchenmüttern und Kirchenvätern der Geschichte, mit Martin Luther und seiner Frau Katharina, aber auch ganz aktuell mit unseren Brüdern und Schwestern in unserer Partnerkirche im Kongo, wo wir über den Kirchenkreis in diesen Tagen ja jedes Mal gefühlt schlimmere Nachrichten hören müssen. Aber die Taufe verbindet uns auch mit unseren katholischen Brüdern und Schwestern unserer Partnergemeinde hier in Hochdahl. Taufe verbindet uns Christen durch die Geschichte und auch über die Konfessionsgrenzen hinweg. Ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass wir die Taufgottesdienste noch bewusster feiern, dass wir noch mal schauen, wo wir uns noch mehr einladen können, die Taufe nicht nur als Anhängsel oder als überflüssige Sache, die einen Gottesdienst stört, zu sehen, sondern bewusst zu sehen, da beginnt Gottes Weg mit uns, mit einem speziellen Menschen. Und es ist toll, dass wir als Gemeinde daran Anteil haben dürfen. Dass wir der Taufe etwas zutrauen, auch für die Menschen, die wir taufen, dass auch sie hinterher sagen können, und ich zog meine Straße fröhlich. Dass wir, wie Jesus, auch bei den Zweiflern sind und ihnen beistehen. Und vor allem, dass wir in unserem Leben Geschichten von Taufe erzählen können, von Taufkerzen und Taufsprüchen, von Paten und von fröhlichen Feiern, von Wasser und vom Wort, vom Vertrauen und von Hoffnung. Und dass wir uns Menschen immer daran erinnern, dass Gott zu uns gesagt hat, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Wohlgefallen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Das nächste Lied, wir haben es vorhin schon geübt, vom Zettel von Gottes Engeln. Es gab in unserer Landeskirche vor 10 Jahren einen Wettbewerb für neue Tauflieder. Da sind 12 oder 13 Lieder prämiert worden und zusammen in einem Heft veröffentlicht worden. Und das Lied, was wir heute singen, das ist eins davon. Und es ist, finde ich, ein richtig schönes Tauflied von Gottes Engeln. Thank you.
bitte Sie, wenn es Ihnen möglich ist, aufzustehen. Aus unserer Gemeinde verstorben und in der vergangenen Woche kirchlich bestattet, wurde Ruth Rudert, geborene Lörchner. Lassen Sie uns beten. Guter Gott, du gibst uns Menschen das Leben und du nimmst es wieder. Du verbirgst es für eine Weile im Geheimnis des Todes, um es danach erneut ans Licht zu bringen, als unser ewiges Leben. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass unser Weg mit dir nicht an einem Grab endet, sondern dass wir durch deinen Sohn Jesus Christus das ewige Leben haben. Amen. Wir wollen Fürbitte halten und auf jede Fürbitte mit dem Ruf, Herr, erhöre uns, antworten. Guter Gott, wir sind auf deinen Namen getauft. Du willst uns schützen, hast versprochen, immer bei uns zu sein. Stärke uns im Glauben, hilf, dass wir auf dein Versprechen vertrauen, auch wenn es in unserem Leben nicht immer ganz leicht fällt. Zu dir rufen wir, Herr, erhöre uns. Guter Gott, wir beten heute auch für die Glaubenden anderer christlicher Kirchen und Konfessionen. Sie sind getauft, sind deine Kinder, genau wie auch wir. Lass uns gemeinsam die reiche Vielfalt aller Gaben teilen. Zeige uns, dass du uns oft mehr verbindest, als uns trennst. Zu dir rufen wir, Herr, guter Gott, die Taufe ist das Zeichen des neuen Bundes, den du für uns Menschen aus allen Nationen geschaffen hast. Mit dazu gehören aber auch alle Menschen des alten Bundes, der durch die Taufe ja nur erweitert wurde. Somit beten wir auch für unsere jüdischen Geschwister. Steh du ihnen bei, in Israel und auch bei uns. Hilf, dass wir die Mauern in unseren Köpfen einreißen, damit wir erkennen, dass wir alle geliebte Kinder Gottes sind und uns auch gegenseitig achten und wertschätzen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Kollekte am letzten Sonntag betrug 250 Euro. Mit diesem Geld wurde zur Hälfte die Diakonie und zur Hälfte die Vereinte Evangelische Mission unterstützt. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Kirchencafés freuen sich, dass sie nun wieder Gäste empfangen können. Am kommenden Dienstag, den 13.07., ist es endlich soweit. Nach langer Schließung öffnet das Kirchencafé im Haus der Kirchen seine Türen. Zunächst immer dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr. Die aktuellen Hygienevorschriften werden natürlich eingehalten. Unsere Ausgangskollekte ist heute geteilt. Zur Hälfte geht das Geld an die Diakonie im Kirchenkreis und zur anderen Hälfte an gesamtkirchliche Aufgaben der evangelischen Kirche in Deutschland. Der Eintritt in die Berufsausbildung, ins Studium sowie ins Berufsleben ist eine Herausforderung, bietet aber auch Chancen für das persönliche Glaubenserleben junger Erwachsener. Neue digitale Formen von Spiritualität, Seelsorge und Reflexion des eigenen Glaubens, die Unterstützung junger Familien und die Öffnung kirchlicher Räume für Berufseinsteiger sind neue Herausforderungen. Auch die Integration junger Geflüchteter und Migranten soll durch Bildungsangebote gefördert werden. In dieser Woche begleitet uns das biblische Wort aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 43, Vers 1. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein.
Und wir singen als Abschlusslied die Nummer 79 in dem Himmel und Erde Liederbuch. Sei behütet auf deinem Weg, Nummer 79. Noch einmal einen ganz herzlichen Dank an alle, die diesen Gottesdienst so toll mitgestaltet haben. Vielen Dank. Und jetzt bitte ich Sie, zum Segen noch einmal aufzustehen. Wenn Sie gehen in diesen Tag und in die kommende Zeit, dann seien Sie sicher, dass Sie das tun unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Thank you.